Verteilerkasten, der mit der Winde des Batmobils aktiviert werden kann. Wie komme ich denn mit dem Batmobil hier hoch? Seid ihr kacke? Da guck mal, wie viele Leute. Ich würde die gerne alle kloppen, aber es... Und los geht der Aufstand. Es läuft immer gleich. Erst ist es ein großer Spaß und dann kommen irgendwelche Leute mit ihrer tollen Ausrüstung, nehmen das Ganze zu ernst und verderben uns den Spaß. Aber die rennen ja immer alle weg. Ich versuche jetzt mal so viele wie möglich zu bekommen. Ich weiß, es gibt keine Punkte, aber ich habe einfach Bock an dieser Schlägerei. Ich finde das einfach so geil. Ich weiß, die sollen abhauen, damit es nicht zu schwer wird. Und es gibt eh keine Punkte. Aber das finde ich jetzt... Ich muss mal sagen, ich finde das einfach lustig. Guck mal, die wollen mich ja dann auch hauen, ne? So ist es ja nicht. Wenn ich ihnen einmal was getan habe, dann wollen sie mir auch was tun. Du rennst nicht weg. Okay, jetzt könnte es ein bisschen gefährlich werden. Ah, jetzt hat er mich erwischt. So, aber das ist irgendwie lustig. Ups, wo kommst du denn her? Na, den hätte ich aber eigentlich blocken wollen. Ich hoffe, es gibt mal irgendwann vielleicht doch ein paar Pünktchen. Ich weiß nicht. Alter, hast du das gesehen? Die sind einfach durch uns durchgefahren. In welcher paradoxen Welt befinden wir uns nur? Wo der Joker wieder lebendig ist und Autos durch uns durchfahren. Das geht ganz schnell. Ja, ich weiß, dass das ganz schnell geht, aber guck mal, wie viele Leute wir einfach getriggert haben. Und es macht so viel Spaß, die Leute zu klopfen. Obwohl die, glaube ich, jetzt langsam stärker werden, ne? Ich meine Rüstung noch nicht aufgepimpt habe. Punkte. Ich Idiot. Also, das ist Idiot, das macht halt auch so Spaß. Ist der echt? Ja, ich bin echt. Aber nur gucken, nicht anfassen. Ups, was soll denn das werden, mein Freund? Hattest du echt gedacht, der eine Schlag könnte mir und so alles wehtun? Es gibt aber keine Punkte, oder? Es ist so schade, dass es keine Punkte gibt. Normalerweise gab es früher immer Punkte. Finde ich jetzt echt blöd. Wie kommen wir denn... Alter, wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn... Moment, lass mich kurz... Wie kommen wir... Ich weiß nicht, wie wir mit der Winde da hochkommen sollen. Also mit dem Bett. Doch, ich habe eine Idee. Ich bilde mir das ein. Ich muss mir das einbilden. Wer würde eine Leiche an die Wand ketten? Aber vorher möchte ich gerne ihn hier noch holen, weil er hat halt Informationen und wir hatten vorhin schon die einen mit den Informationen nicht bekommen. Ups, falsche Taste. Sorry. Riddler, sag mir alles. Noch frage ich höflich. Mehr weiß ich nicht. Danke. Dankeschön, das war mal nett von dir. So, was ich gerne tun würde, wäre... hier mal hinzugehen und hier mal das Batmobil herzurufen. Ich habe keine Angst vor Scarecrow. Wenn man Angst vor ihm haben müsste, dann bräuchte er doch keine Angst, Cass, oder? Alter, voll der epische Stunt, ins Batmobil zu kommen. Ach, nice. Ich weiß nicht, wie weit die Winde reicht. Grand Avenue, okay. Aber die finde ich jetzt eh nicht. Ja, weil so hat's geklappt. Oh, nicht zu viel Gas geben, nicht zu viel Gas geben. So, komm, 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 komm. Immer schön, immer schön, immer schön Gas geben. Jawohl, jetzt haben wir's. Tada! Riddler-Trophäe gefunden. So, unser Bandmobil steht da oben. Kontrollraum. Sieht ihr das so an? Bomben auf den Straßen, Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommen diese Milizen eigentlich her? Da oben ist noch was. Moment. Das könnte aber diesmal klappen. Obwohl, nee, kann's nicht. Warum geht denn das nicht? Wie sollen wir denn das...
Obwohl, doch, diesmal... Ich weiß nicht, vielleicht könnte es klappen. Ich weiß es nicht. Moment, schau mal. Keine Angst. Das ist unsere Stadt. Wir sorgen hier für Angst und Schrecken. Das ist wieder zu niedrig, oder? Kann das sein? So, vielleicht. Ah, wieder zu hoch. Es ist aber auch irgendwo kacke. What? Ich weiß nicht, echt nicht, wie ich da... Batman ist einfach so durch eine Wand gefahren, als wäre sie gar nicht da. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen, wenn das so komisch ist. Was ist denn das da unten für eine Tür? Die da blitzt und blinkt? Das interessiert mich aber schon jetzt. Diner. Das Diner. Wir haben das Diner gefunden. Wo das passiert ist am Anfang. Boah, da will ich rein. Hier muss auch irgendwo der... Ah, okay, wenn wir dahin gehen, gut, dann ist da auch die das Ding, wo wir das finden müssen. Den Feuerwehrmann. Da ist alles angefangen. Da, wo wir den Polizisten gespielt haben. Owens. Das ist sogar eine Riddler-Trophäe. Grand Avenue. Wir sind hier. Wenn wir den Feuerwehrmann das... Pinguin und Two-Face arbeiten zusammen? Seltsam. Gefällt mir nicht. Okay. Hier drin ist es... Gibt es sonst nichts? Hm. Es ist komisch. Batman! Tritt aufs Gas! Mach ihn platt! Was? Ich bin in einem Gebäude... Hä? Ich bin in einem Gebäude! Bitte, was? So, wir sind in der Grand Avenue, wo auch irgendwo der Feuerwehrmann sein muss. Wir müssen nur nah genug in die Richtung kommen. Dann, Ich sag doch, wir sollten uns aufteilen. Hören wir auch das Gespräch, wo der Feuerwehrmann ist. Und ansonsten suchen wir jetzt mal vielleicht auch... Warte, was haben wir denn jetzt hier? Da ist das mit dem Dings. So, wir sollten zurück ins Waisenhaus. Oh Mann, ich will so vieles machen. Das habe ich nicht gemacht. Wir gehen jetzt mal wieder zurück ins Waisenhaus. Wir machen das jetzt mal. Ich rette noch ein bisschen Catwoman. Wir haben da erst 30% eh von gemacht. Da haben wir eh noch mega viel mit zu tun. Komm, da. Also, auf das Batmobil gewartet. Da ist es ja. So, da vorne ist doch nämlich das Waisenhaus schon. Wir sind ja immer in der Nähe davon. Und ich habe auch gerade immer irgendwie Bock darauf, Catwoman zu retten. Ich mag Catwoman hier. Und ich mag die Riddler-Herausforderungsdinger auch. Oh, Alter, das andere Waisenhaus. Wer das wieder aufbauen muss. Ja, der Riddler bringt uns nach Batman und Catwoman um. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Genau, ja. Du mich auch. Du bist auch nicht ganz dicht, oder was? Wieder ein Rätsel. Wieso kann er das Waisenhaus ver... Ach nee, konnte er nicht. Warte. Diesmal kein Rätsel? Wie langweilig. Wie geht es dir? Unterhaltungswert hat es schon. Eddie hat mir seine 13 Erfindungen erklärt, mit deren Hilfe er diese Halskrause mit selbstentwickeltem Plastiksprengstoff füllen konnte. Du wirst dich geehrt fühlen. Wofür? Deine Motivationshilfe zu sein? Mach schon, der nächste Rätselraum wartet. Weia. Wenn du genug in deinem neuen Anzug posiert hast, können wir dann herausfinden, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt? Ja, können wir, Catwoman. Machen wir. Frauen, ey. Frau mit Halsbänder. Seid gegrüßt, kostümierte Kandidaten. Die nächste Herausforderung ist einfach. Leitet eine elektrische Ladung zu ihrem Ziel. Ich hoffe, der hohe Druck... Macht euch nicht zu schaffen. Einführung in die Physik. Hoher Druck. Ich hasse solche Platten. Aktiviert sobald ausgelöstes Riddler-Objekt in der Nähe. Unter Hochspannung gesetzte Oberfläche, die bewegungsunfähig machen soll. Noch eins? Was hat Eddie für ein Problem? Fanatischer Narzissmus, Egozentrik und Größenwahn, gepaart mit schweren Zwangsneurosen. Danke. Nicht der Rede wert. So, Catwoman soll sich mal hier draufstellen, damit die sicher ist. Ups, was ist das? Was, weiß ich nicht. Ich mach mal das hier. Ah, okay, da kommt so ein Dings rein. Strom. Achso, Catwoman muss jetzt hier hin.
Die Gegengewichte bewegen sich weiter, wenn ich die Plattformen betrete. Du wirst alt. Vielleicht solltest du dir ein paar zusätzliche Taschen an deinen Gürtel nähen. Ist das richtig? Rück mal ein Stück. So, ja, jetzt müssen beide draufstehen, damit es schwer genug ist. Und dann geht's wieder zurück. Okay, da muss aber, darf nicht Batman drauf, weil Batman ist zu schwer, aber ohne geht's auch nicht. Da muss Catwoman drauf, weil Catwoman ist nicht so schwer. Alter, war das jetzt knapp. So, warte mal, jetzt müssen wir gucken, dass das Ding auf das zweite kommt. Ja, da ist Batman schwer genug alleine und jetzt Catwoman vielleicht hier hinten hin, weil Catwoman nicht so schwer... Alter, Catwoman, weil Catwoman nicht so schwer ist. Nee, da brauchen wir wieder beide. Okay, also es geht. Es geht, das Rätsel, das ist okay. Weil wir haben genug Zeit, um zu überlegen und es ist cool, dass es... Nicht schubsen. Das ist durch das Gewicht der beiden Personen Unterschiedlichkeiten gibt. Und dass man die ausgleichen muss. Sehr cool gemacht. Weil Catwoman wiegt halt nicht so viel wie Bats. Hey, wir haben es geschafft. Jetzt kommt der Strom hin. Herzlichen Glückwunsch dem dement gekleideten Duo. Der Schlüssel wartet. Oh, aber was ist das? Ein elektrifizierter Boden? Ein elektrifizierter Boden? Ja, habe ich mir schon gedacht, hätten wir gesehen. Ich würde mal sagen, Batman geht, wenn dann da drauf war, Catwoman muss ja an das Ding ran. Du bist dran. Du bist mir noch was für Arkham City schuldig. Das ist ja jetzt eigentlich easy gewesen. Du hast es schon raus. Sieh dir die zweite Generation meiner Androiden an. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne deiner fragwürdigen Fähigkeiten. Okay, jetzt können die was anderes, oder was? Naja, die kann ich schon fertig machen. Aber ich glaube, ich lasse mal lieber Batman da oben stehen, weil der Boden sonst vielleicht wieder unter Strom gesetzt wird. Außerdem machen können wir, das mit Catwoman auch alleine schaffen. So ist es jetzt nicht. Dass wir das jetzt nicht hinbekommen würden. Alter. Was wollte ich eigentlich blocken? Na, Fulging. Lass den blauen mir. Ah, okay. Warum kann Batman die hauen? Blauen Batman, roten, okay, dann versuche ich jetzt... Okay, die kann ich tatsächlich nicht hauen. Interessant auf jeden Fall. Machen wir es mal lieber so, weil Batman fällt gleich oben. Na, fuck jetzt. Ah ne, Catwoman fällt aber auch gleich um. Ein Rätsel. Was ist tot? Du! Oh, wie er sich freut. Ja, okay, wir sind jetzt da gestorben, weil ich das nicht verstanden hatte, dass das eine für Batman ist und das andere für Catwoman. Aber das ist jetzt nicht so schwer. Okay. Nochmal hier drauf. Und Catwoman geht hier runter. Hast du schon rausgefunden? Nun hol dir den Schlüssel. Sieh dir die zweite Generation meiner Androiden an. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne deiner fragwürdigen Fähigkeiten. Aber einer steht immer auf der Plattform, oder wie? Damit die nicht wieder unter Strom gerät, ne? Jetzt geht Catwoman drauf, genau, und dann kommt Batman her. Gut. Wir wechseln die Video davon zu Catwoman. Angebot, Batman. Ich habe eine sehr effiziente Produktion. So. Weil es gibt halt echt weniger. Uah. Es gibt halt echt weniger Flaue. Ja, ich verstehe schon.
Ja, wir wechseln lieber mal. Bleib bei mir. Ah, fuck it. Oh, Alter. So, komm mal. Die Gefahren des Kameras kombiniert mit vollem Rätselspaß. Du kannst... Ich glaube, das wird aber nichts. Ich glaube, wir sollten mal was tun, was wir lange nicht getan haben. Ja, das war leider nichts. Scheiße. Wir müssen es nochmal versuchen. Um fair zu sein, Catwoman, in Katzenjahren hattest du ein sehr langes Leben. Ja, das ist, ja, wenn man das umrechnet, dann stimmt das wohl. Wir müssen tatsächlich, also wir sollten mit Catwoman anfangen und immer wieder ein bisschen kombinieren. Und jetzt können wir natürlich kein Combo ausschalten machen. Das ist gar nicht so einfach, so, nochmal Einführung in die Physik. Es geht halt nur darum, weil, ne, aus Gründen. Meine Güte, du hast es schon rausgefunden. Nun, hol dir den sieh dir die zweite Generation meiner Androiden an. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne deiner fragwürdigen Fähigkeiten. Gut, eine hätten wir schon mal. So, ein bisschen isolieren und dann auf einmal ein bisschen aufbleiben, wenn das geht. Bis er kaputt ist, so wie der zum Beispiel. Wie er einfach gar nichts mehr hat. Ja, jetzt... Machen wir mal mit Bats weiter. Und Catwoman, bitte. Viel besser. Davon habe ich noch mehr im Angebot. Ah, Alter, sie nimmt doch. Alter, hör doch auf, den Falschen zu nehmen. Bist du denn doof, Catwoman? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schlag war oder nicht. Einige Paare sind jetzt mit vollem Rätselspaß. Du kannst mir später danken. Gut, das würde ich mal sagen, ist ein Job für Batman. Natürlich kommt dann der einzige Rote an. Das ist doch kacke. Scheiße. Und der einzige Rote noch für unsere gute Cats. Oh, nee. Oh, ja, war aber der einzige Rote. Dann holen wir jetzt noch mit dem Blauen den einen Typen weg. Ich hoffe, es kommt nicht noch mehr. Nein, kommt es nicht. Weißt du, Detektiv, ich bin froh, dass du das Rätsel gelöst hast. Das bringt dich nämlich einen Schritt näher zu dem Rätsel, das dich umbringt. Das dich umbringt. Schön. Nur noch drei Stück. Oh, Eddie muss dich echt hassen, was? Ein egozentrischer Narzisst, der andere nicht gewinnen lassen kann. Mann, hättet ihr euch nur unter anderen Umständen getroffen. Seine Manie wird schlimmer. Er ist hinter meinen Verbündeten her. Verbündete? Vielleicht sollten wir etwas kürzer treten und für eine Weile nur Bekannte sein. Ja, vielleicht wäre das für Catwoman zumindest besser gewesen. Das war gar nichts, Detektiv, gar nichts. Eine neue Herausforderung erwartet dich bei der Divinity Church. Und ich warte auf. Schön. Joker stirbt, reißt die halbe Unterwelt von Gotham mit sich und ich höre monatelang nichts von dir. Was soll das? Ich war beschäftigt. Na klar. Ich weiß, dass ihr euch nahe standet.
Aber du musst wieder raus. Neue Spinner treffen. Du kannst nicht ewig trauern. Er hat einiges unerledigt gelassen. Selina, wo warst du letzten Freitag zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens? Beim Blutspenden? Nein, warte, beim Freiwilligendienst. Warum? Ins Museum von Gotham wurde eingebrochen. Ein wertvoller Edelstein ist verschwunden. Was? Nein. Wer würde so etwas tun? Bring ihn einfach zurück. Jetzt? Schließe Eddies Prüfungen ab, Batman. Dann finde ich ihn und zeige ihm meine Wertschätzung. Das glaube ich. So. Aber dafür müssen wir jetzt tatsächlich dann in das Museum oder so rein. Ich denke mal, der Rest kommt da vielleicht auf der anderen Insel, wo wir noch gar nicht so unbedingt hinwollen. Hi, Joker. Gute Nachrichten, Bats. Ich häng hier so in der Hölle rum. Na, du weißt schon, du hast mich umgebracht und so. Und du errätst nie, wen ich gesehen habe. Ganz recht. Deine tote Freundin, Talia al Ghul. Keine Sorge. Ich habe sie gefragt und sie hat nichts dagegen, wenn sich die Katzenlady an dem alten Kratzbaum austobt. Sie sagt außerdem, aua, ist das die Kugel in der Brust oder mein gebrochenes Herz? Der Joker mit seinen Witzen, ne? Und er ist weg. Ja. Okay. Alles klar. Jetzt frage ich mich nur gerade, was machen wir denn als nächstes? Wo ist denn das vom Riddler jetzt, theoretisch? Ah, da drüben. Ah, das ist aber auf der anderen Insel. Guck mal, da kommen wir mit dem Dings gar nicht hin. Dann würde ich mal sagen, dann, da wir mit dem Batmobil gar nicht dahin kommen, können wir auch mit Catwoman gar nicht weitermachen. Warte mal, was war das? Das war das, der verdächtige Brand in der Feuerwache von Bristol. Oder diesen verdächtige Person auf dem Dach. Tja, ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach mal... Mich interessiert aber tatsächlich mehr das hier. Wir machen das mal, dann können wir hier in der Nähe das auch alles zerstören. Was ist das? Die Liga der Killer stach Klingen durch Herzen, jetzt verursachen sie ihren Kunstwerken Schmerzen. Fahren wir mal dahin. Der Riddler hat Catwoman. Gut, diese kleine Diebin hat mir in Arkham City das halbe Gesicht zerkratzt. So, Freunde, geht mir hier aus dem Weg. Ist very important person. So. Da können wir auch gleich die Gegenstände hier mal zerstören und sowas, die in der Nähe waren, und das Rätsel lösen. Bieten sich ja eigentlich voll an. Wir sind wieder in Kingston, war da nicht noch? Ah, ne, die Leiche hat. Er verkauft Waffen. Nein, schau mal an. Wir sollten uns welche holen. Ich finde das so mit dem Batmobil so mega nice einfach nur, dass man das machen kann. Was ist das denn? Ich zähle jetzt runter bis 1 und dann wird's ungemütlich. Ich rede ja schon! Das war sehr aufschlussreich. Finde ich auch. Dankeschön.